Abend, grüße. Hallo. 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 Wie ist Ihr weiter Name? Rucker-Claudia. Sind Sie alleine oder mit dir? Nein, ich bin alleine. Die Freunde sitzen schon drin. Scheiterbruch. Wir müssen auch weg von dem, man sollte, man müsste und überhaupt, aber immer bei den anderen. Wir sind für uns in erster Linie. Nicht? Schau mal, was du machen kannst. Und das ist mein Lebensmotto. Eine Großbaustelle im Südburgenland, das jüngste Projekt in Karl Reiters Hotel Imperium. Neben seinem Stammhaus in Achenkirch in Tirol gehören dazu zwei Hotels in Bad Tatzmannsdorf. Und 2008 kauft er hier in Stegersbach die Therme, die Golfanlage mit drei Plätzen und das dazugehörende Hotel. Jetzt baut er aus, es entsteht ein zusätzliches Hotel aus Holz, das ganz auf den Familienurlaub ausgerichtet ist. Das ist jetzt praktisch das mit Badezimmer. Genau, das ist der erste Teil. Da die Toilette. Alles klar. Da ist eben das Holz, ne? Die ganze Geschichte. Diese ganze Holzgeschichte. Da ist eben wenn Sie das kann man lösen. Von dem Zimmer, man kann dann auch wahlweise dieses Zimmer noch bekommen, oder? Das ist richtig. Aber die Kinderzimmer müssen wir nur noch entscheiden, jetzt nochmal mit Stockbetten das Ganze ausstatten oder was wir jetzt. Das werden wir überlegen. Karl Reiter setzt hier seine gesamte Erfahrung aus 30 Jahren Hotellerie um. Erfahrungen, die er im In- und Ausland gesammelt hat. Begonnen hat alles im elterlichen Betrieb in Achenkirch in Tirol. Das war eigentlich unser Wohnzimmer, Spielzimmer, alles. Es gab bei uns nie einen Koch. Die Mutter hat, glaube ich, zwei, dreimal versucht, einen Koch zu finden, aber die waren nie fleißig genug. Und spätestens nach 14 Tagen hat sie immer gemeint, das tue ich mir lieber selber. Und wir haben natürlich als Kinder immer schon sehr früh begonnen mitzuarbeiten. Also ich habe noch begonnen, mit drei Schüsseln abzuspülen. Die erste war, dass man immer alles schön abgeputzt hat für die Schweine. Die zweite war sozusagen zum Waschen, so große Schüsseln, die am Herd gestanden sind. Und die dritte war zum Schwemmen. In seinem Heimatdorf besucht er die Volksschule. Nach der Handelsschule in Vorarlberg und dem Militärdienst in Salzburg beginnt er bei einem Onkel in der Gastwirtschaft zu arbeiten. Aber schon bald zieht es ihn ins Ausland. Seine Ziele Frankreich und England. Also das war damals Swinging London und wir waren zwar ein wirklich armer Hund und wir sind mit Mantel an in unserem Zimmer gesetzt, weil man hat damals nur Sixpence reinhauen müssen für den Ofen. Aber dieses Gefühl und wirklich Hunger gehabt und dieses Gefühl mal zu kennen ist unglaublich wertvoll. Ich meine, diszipliniert waren wir ja sehr von der Schule her, aber auch schon von den Eltern. Mutter war eine enorme Respektsperson, Vater zwar liebevolle Eltern, aber halt die haben angesagt, nicht? Da hat es Arbeiten geheißen. Aber dann diese Mischung, und das, glaube ich, ist ja letztendlich, was da letztendlich herausgekommen ist, nicht? Zwischen dieses Gastwirtskind und doch den der Touch der internationalen Hotellerie. Also ich hätte mir nach London, ich habe dann in einem anderen Hotel, war ich mit 22 Zweiter in der Rezeption in einem 1000-Betten-Hotel, und von da weg hätte ich mir eigentlich aussuchen können, Front-Hall-Manager irgendwo zwischen Tokio und Los Angeles. Geworden ist es aber dann doch der elterliche Betrieb. 1975 übernimmt Karl Reiter das Posthotel, das seine Eltern zwischenzeitlich verpachtet hatten. Dann haben wir damals schon 18 Millionen Schilling, war damals viel Geld, ich glaube, der Becht hat 4 Millionen Schilling Umsatz gemacht und da 18 Millionen investieren. Und da haben wir dann 44 neue Zimmer gebaut und
hatten dann gesamt 136 reguläre Betten und im ersten Winter bei diesen 136 reguläre Betten 206 Gäste im Haus. Und eben von hier Ofeneinheizen am Morgen, meine Gattin damals Rezeption da drüben, ein Tisch, nebenbei Bailoni-Schnaps verkauft, Strohrum, Karten, bis zu 30 Busse am Tag. Aber natürlich war das alles, um eben das, da die Mittel zu verdienen, um den nächsten Schritt zu machen, das war dann 82, wieder 54 neue Zimmer und eben alles das, was man heute Wellness heißt. Das Haus in Achenkirch erhält von Testern immer wieder höchste Bewertungen. Reiter selbst, ebenfalls dutzendfach ausgezeichnet, ist ein Pionier des Wellness-Tourismus. Mit seinen Ideen hat er Trends gesetzt, die weltweit kopiert wurden und werden. Wenngleich der Anfang alles andere als leicht war. Wir haben uns praktisch, wir haben das beweisen müssen, es gab es ja nicht. Und natürlich war zuerst eine extreme Zäsur, wenn man die Kundschaft, wenn man so will, völlig ändern müssen. Also weg von Bussen, von Reisebüros und all diese Geschichte hin zu dieser Art Gast. Und das war am Anfang, natürlich ist es auch belächelt worden. Aber zum Glück war es halt finanziell immer so, dass man nie wirklich durch unsere harte Arbeit und all die Mitarbeiter, wir waren ja damals unglaublich engagiert. Also die ganze Runde, das ist ja auch heute noch Dank zu sagen, all denen, die damals an diese, wie viele es benannt haben, verrückte Geschichte geglaubt haben und mit uns den Weg gegangen sind und einfach in dieser Sparsamkeit einerseits, aber Großzügigkeit und wirklich wie eine gewisse Liebe oder Zuneigung zum Gast diesen Weg mit uns gegangen sind, haben wir letztendlich dann damals jeden Schilling, jetzt jeden Euro auch ins Produkt investiert. Und so hat sich das immer weiterentwickelt. Und heute ist natürlich so, dass jetzt 29, 30 Jahre später hat sich schon wieder in eine neue Dimension entwickelt. Eine neue Dimension mit Ideen einer neuen Generation. Im Stammhaus in Tirol hat mittlerweile Sohn Karl das Ruder übernommen. Lass mich das mal, weil was mich besonders natürlich interessiert, ist jetzt diese neue Geschichte mit unserem Yin-Yang-Pool und so weiter. Diese Sache, ne? Ja, weil da haben Sie jetzt ja, habe ich vom Ingenieur gehört, wir haben wieder eine lange Sitzung gehabt. Die meisten Entwicklungen der Zeit, auch er ist bereits ausgezeichnet, unter anderem als Hotelier der Zukunft. Im Posthotel nimmt er die Ideen seines Vaters auf und entwickelt sie weiter. Das heißt, bei Reiters im Klartext, es wird etwas Neues gebaut. Die große Stiege zur Postgasse drüber, ja? Und du kannst dann da über Fenster runter schauen in die Postgasse hinein. Reiter Senior steht mit Rat und Tat zur Seite. Kein Wunder, hat er doch in Achenkirch das Hotel 18 Mal umgebaut, dazugebaut und erweitert. Das ist so, der Weg ist Ziel. Also das waren die ersten zwei großen Schritte, die entscheidenden. 82 war überhaupt entscheidend und es gehört ja zum Leben immer Glück dazu. Und damals war so, war ein gutes, also für uns gesehen gutes Baujahr. Gutes Baujahr im Sinne für den Bauherrn heißt nicht so gut für die Handwerker. Das war schon mal wahnsinnig wichtig in dieser Zeit aus Kostengründen. Und dann weitere 14 Schritte haben gefolgt. Und man muss eines sagen, was damals ging, das geht heute alles nicht mehr. Es war das Bankverhalten anders und. Aber es ist kein Problem, dass man, der Mensch wird nie, was ist Ziel? Nicht? Also der nächste Tag ist Ziel oder der Weg ist Ziel. Deswegen, mich macht das keinsterweise unruhig oder unglücklich, sondern heute ist wunderbar, carpe diem. Aber Reiter nützt nicht nur den Tag, sondern auch eine Chance, die ihm 2004 geboten wird. Die Hofübergabe in Tirol ist erfolgt und er möchte noch einmal etwas ganz Neues machen. Er kauft zwei Hotels in Bad Tatzmannsdorf. Natürlich ist man damals, hat man vorgeschwebt, Miami Beach,
Und viele andere Dinge habe ich mir dann nicht bestimmt 100 Dinge angesehen, bis hin zu Vietnam. Und geworden ist es Burgenland. Und ich bin heute sehr, sehr glücklich darüber. Dieser Hügel da, das hat was. Ich bin sehr, muss ich sagen, das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber ich bin ein unglaublicher Bauchmensch. Und nach den Ziffern alleine richte ich mich schon auch, aber letztendlich gibt immer den Ausschlag der Bauch. Und ich bin da hergekommen und es war natürlich zu dieser Zeit, also nicht annähernd so wie jetzt. Mittlerweile haben wir sehr viel Geld investiert und tolle Menschen um uns herum gefunden. Und auch, ich glaube, die Kundschaft hat sich auch weitgehend zum Positiven verändert. Aber ich habe das Gefühl gehabt, irgendwie so, da kann man was draus machen. So wie einfach ein schönes Produkt, das nicht so sichtbar ist. Aber da braucht man natürlich immer so ein bisschen Vorstellungskraft, nicht? Träumerisch sein, das. Und das ist mir irgendwie gegeben. Das Resort in Bad Tatzmannsdorf besteht aus zwei Häusern. In den Hotels setzt Reiter seine Vorstellungen konsequent um. Das Fünf-Sterne-Haus mit der größten privaten Thermenlandschaft Europas ist Erwachsenen vorbehalten. Dafür dreht sich im Vier-Sterne-Hotel alles um Familie und Kind. Ein Konzept, das ihm anfangs auch Kritik eingebracht hat. Da kommt jetzt irgendeiner, so ein Schlaumeier von Tirol, man hat keine Ahnung, was hat der überhaupt, das Geld oder das oder all die Geschichten. Da war man natürlich schon sehr reserviert. Und es ist auch ein anderer Führungsstil gepflogen worden. Und ich selber, das, für mich war das auch ein bisschen ein Kulturschock, weil ich bin in Aachenkirch von 7 Mitarbeitern am Anfang, nicht wie ich nach dem Bechter begonnen habe, waren wir dann an die 200. Und das war so wie große Familie. Und da war ich plötzlich der so weit entfernte Chef. Und da habe ich mir am Anfang da unten hingesetzt beim Frühstück, da bin mir wirklich vorgekommen wie eine Fee im Schönbrunner Tiergarten, nicht wie der Affe da im Affenkäfig. Weil ich brauche schon auch sehr die Zuneigung unserer Leute. Also ich gebe auch viel, aber ich brauche schon subjektiv schon das Gefühl, dass man ist mit dem einverstanden und so weiter. Also das war sicher ein Schock in gewisser Weise. Aber was einem nicht umbringt, macht einem nur härter. Kurz und bündig die Morgenbesprechung. Reiter pflegt einen eher untypischen Führungsstil. Gut, dann schauen wir noch, was der Mond sagt, wie immer. Heute sind wir beim Dienstag, 18. Gell? Leber und Galle sind besonders empfindlich, also nicht zu viel trinken heute. Vorsicht bei Fett und Alkohol, da steht es ja schon. Als Chef verlangt er viel von seinen Mitarbeitern. Er ist aber auch bekannt für seine Großzügigkeit. Gut, in diesem Sinne, schönen Tag. Und dann geht eine Mitarbeiterreise schon einmal in die Karibik oder nach Las Vegas. Die Mitarbeiter mögen nicht die Chefs, wo alles durchgeht oder die sie auf der Nase herumtanzen können, sondern man muss Respekt haben und die sind ja alle nicht blöd. Ich meine, wir gehen ja mittlerweile alle mindestens 9 Jahre in die Schule, sondern die wissen sehr genau, wir müssen eine bestimmte Leistung bringen, um am Markt zu realisieren. Aber das Ganze muss fair sein und gerecht muss es sein. Und eben wie in einer guten Familie auch ein Füreinander. Also wenn wir selber uns nicht mögen und wenn wir selber nicht zusammenhalten und uns schätzen, ja bitte, wer soll uns schätzen? Mit ein Grund seines Erfolges, er lebt seinen Beruf im wahrsten Sinn des Wortes, wohnt er doch auch selbst in seinem Hotel. Ein Luxus, den sich seiner Meinung nach jeder in Österreich leisten kann. Es gibt ja Länder, da verdient der Mensch so viel, dass er sich im Luxushotel ein Bier leisten kann. Nicht bei uns mit einem Tag Arbeit kann man sich in dem Sinne Luxushotel leisten. Also, oder wenn man sich anders, wir zahlen pro, sag einmal, Installationsstunde, Elektrostunde 45 Euro. Also drei solche Stunden ist man bei uns mit Halbpension gut dabei. Aber mit, wissen Sie, 8000 Quadratmeter Wellness und bla bla bla, nicht? Und Thermalwasser und. Aber da ist das Problem, unsere Leute wissen das leider nicht. Und der Mensch ist so kreiert, anscheinend, dass wenn er nicht Schlechtere erlebt hat, kann er das Gute leider nicht warten.
Und das ist auch eine sehr betrübliche Sache. Hallo, hallo, wie geht's euch? Sehr gut. Und schon gegolft? Ja, bravo. Feste. Wir erwarten, dass ein Gast ist, nicht der Terrorist. Ne? Und das mag jetzt provokant klingen, aber man kann nur für Gäste gut arbeiten. Und es ist ja so, uns nützt ja die Zufriedenheit des Gastes alleine. Erstens kommt sie nur zustande durch gute, engagierte Mitarbeiter. Und zweitens, wenn jetzt Gäste zufrieden werden, aber Mitarbeiter nicht, das geht nicht lange. Und dann muss natürlich auch so sein, dass auch das Unternehmen überlebt. Es gibt ja keinen Sinn, wenn jetzt theoretisch Gast zufrieden ist, Mitarbeiter zufrieden ist, aber man stirbt. Jetzt, wie es so schön heißt, in Schönheit gestorben ist auch krippelt. Und auch da bin ich sehr geprägt. In meinem Heimatdorf, Aachenkirch, am Aachensee, sind seit 75 34 in der Gastronomie tätige Familien kaputt gegangen. Das hat mich auch sehr geprägt, sodass ich heute sage, besser wie langes Leiden ist noch sicherer Tod. Also entweder es geht in einer Art, dass man realisieren kann, oder sonst ist es gleich besser, es geht nicht. Dass Karl Reiter seine Art zu reüssieren gefunden hat, ist nicht zu übersehen. Und er entwickelt nicht nur im Wellnessbereich immer wieder neue Projekte und Ideen. Er setzt auch in anderen Bereichen unkonventionelle und in der Branche manchmal kritisierte Lösungen um. So hat er das Incoming völlig umgekrempelt und umgeht Reisebüros und Veranstalter. Und die Kinderbetreuung in Bad Tatzmannsdorf ist nicht nur für die Kinder der Gäste gedacht. Auch die eigenen Mitarbeiterinnen können während der Arbeit dort ihre Kinder unterbringen. Das hat ihm auch die Auszeichnung als besonders frauenfreundlicher Betrieb eingebracht. Wir tun wahnsinnig viel für die Frauen. Ich meine, es ist ja, das ganze Thema Frauen ist ja erstens eine gesellschaftspolitische, durchaus sogar Anstandsfrage. Man hilft den Frauen, denke ich, viel zu wenig. Wir geben sehr, sehr viel Geld aus für diese Themen, Kindergarten. Aber es ist an sich eine schlechte Leistung. Das darf man so, muss man so sagen, zumindest im ländlichen Raum für die Frauen. Und wir machen da besondere Anstrengungen. Also wir haben Kinderbetreuung 12 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Und das führt dazu, dass unsere Damen natürlich damit sehr, sehr zufrieden sind. Und wir unsererseits haben wertvollste Mitarbeiterinnen. Im jüngsten Hotelprojekt Reiters in Stegersbach steht der Familienurlaub im Mittelpunkt. Das Allegria, übersetzt Fröhlichkeit, soll anders als die beiden Luxushotels in Bad Tatzmannsdorf neue Gästeschichten ansprechen. Immer das Gleiche wäre ja langweilig. Und hier ist der Name, ist eigentlich die Vision, leistbarer Luxus. Und es war uns immer schon und mir selber sehr ein Anliegen, Luxus leistbar zu machen. Diese Stegersbach besteht in Wahrheit schon aus 2 Hotels. Und jetzt bauen wir im Prinzip ein neues Hotel mit 80 Zimmern, aber völlig auf Familie ausgerichtet dazu. Und das ist wirklich noch einmal die Idee, leistbarer Luxus, würde man so sagen, perfektioniert. Einen Luxus, den sich Karl Reiter leistet, sind seine Pferde. Aber auch hier macht er keine halben Sachen. Lipizzaner aus seiner Zucht haben europaweit Dutzende Preise eingeheimst. Das ist die Marella. Da haben wir das Rissloch gesperrt, das ist das Graue. Da haben wir ja nichts. Wir haben probiert, haben wir bei der Troja davon. Auch hier ist der Hotelier also sehr erfolgreich. Zu Kopf gestiegen ist ihm das alles aber nicht. Keiner hat das Recht, ein eitler Mensch zu sein. Und ich beobachte natürlich, ich studiere ja praktisch jeden Tag. Nicht? Ich bin ja in der täglich wie auf der Uni mit all den Menschen. Nicht? Und ich habe natürlich schon manche erlebt, die, also im Volksmund würde man sagen, die ein Arschloch geworden sind. Nicht? Und ich finde das ganz arg. Also ich war, da muss ich ganz ehrlich sagen, was wir auch mit der Erziehung zu tun haben, nie in Gefahr. Meine Mutter oder unsere Mutter, die hat immer mit ein paar so Sprüche, die wir damals natürlich schwer verdaut haben, nicht? Aber die hat uns immer schon
in ein paar Worten erklärt, was Sache ist. Nicht? Weil wir mussten, wir haben ja nie ein Wohnzimmer gehabt. Nicht, dass wir uns ist nichts abgegangen, aber wir sind halt in der Küche aufgewachsen und halt dann jeden Tag Boden putzen und all die Dinge. Und, aber die Mama hat das immer schon, sei froh, dass du arbeiten kannst, dass du gesund bist und hin und her. Damals habe ich das furchtbar gefunden, wenn die anderen Fußball spielen gegangen sind oder schwimmen oder was immer. Heute bin ich wahnsinnig froh, weil wenn ich so sehe, all diese Verwöhnten, nicht gut. So wie die Hotellerie ist Karl Reiter auch die Landwirtschaft quasi in die Wiege gelegt worden. Neben der größten privaten Lipizzanerzucht Europas hält er in Tirol am Ampelsbacher Hof auch Rinder für die eigene Versorgung. Ja, wir sind seit 300 Jahren praktisch Landwirte, mütterlicherseits und väterlicherseits, beide Eltern eigentlich von sogenannten Erbhöfen, wie das in Tirol heißt. Und das muss mich infiziert haben, weil es ist ja nicht alltäglich, die meisten hören ja auf, wenn man sich ansieht, was jeden Tag praktisch in der EU Leute aufhören. Aber für mich ist das eines der wesentlichen Dinge im Leben. Hallo, Servus, wie geht's dir? Danke, geht's selber? Ja, danke. Das ist okay. Ich sehe da schon wieder Zaun, ja, oder? Ja, was soll ich jetzt sagen? Am Montag alles gut gegangen mit den Kühen? Alles perfekt. Super. Passt. Gut gegangen. Und hübsch dreckig geworden da herum, oder? Auch hier kümmert er sich um jedes noch so kleine Detail und bespricht die anstehenden Arbeiten. Seine große Liebe gilt der Pferdezucht. Es ist eine Sehnsucht, die ich als Kind gehabt habe. Nicht, es wird wahrscheinlich zu lang sein, meine Geschichten, aber wie Hansi und Fanny, unsere letzten beiden Pferde, verkauft worden sind. Nicht, das habe ich mitbekommen, habe sie versucht zu verstecken, sehr abgekürzt. Zwei Pferde mit 1000 Kilo, kann man sich vorstellen, und ich 5 Jahre. Aber ich habe es geschafft, sie in den Wald zu bringen. Und mein Vater hat mir versprochen, ich kriege dann nächstes Jahr dafür ein Fohlen. Riesentheater. Und das habe ich halt nie bekommen. Und meine große Sehnsucht war immer, selber mal Pferde haben und Kühe zu haben. Und wir helfen halt alle zusammen und dann geht es schon. Und es, man tut ja nicht alles im Leben, nur aus monetären Gründen. Fürs Geld alleine, glaube ich, tue ich gar nichts.